Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel TikTok A Tale for Two. Wir sind bei Kapitel 3 gelandet. Es war leichter, als ich dachte, von Tieren die Zeit zu entziehen. Nun musste ich lernen, das Gleiche mit Menschen zu machen. Ich wusste, Lerke würde die Menschen nicht verletzen wollen, die in die Uhr fielen. So beschloss ich, ihnen einen Ausweg zu bieten. Wir reisen nicht ganz zum Kalten Krieg. Ich dachte schon, nach 1937. Kalten Krieg, ich meinte Kalten eigentlich. Krieg? Nee, ich meinte eigentlich den ersten, aber. Der war da schon vorbei, ne? 37. Das war fast der Zweite Weltkrieg. Ja, deswegen sage ich, ja, zum Zweiten, nicht zum Ersten. Ja, okay. Okay, lassen wir das. Oh, ich kann die Lampen anmachen. Ja, ich auch. Also ich habe jetzt die oberen drei auf jeder Seite, habe ich jetzt erleuchtet. Nee. Ich habe hier eine Karte mit einem gesperrten Weg, die kann ich mir anzeigen. Das ist doch der Weg von damals, der erste? Nee, das ist der zweite jetzt hier gewesen. Ah ja, das war der zweite, Entschuldigung, ja. So, warte mal. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier durch das Tor durch. Ja, aber wir müssen wahrscheinlich eine Kombination machen. Ne? Also das heißt, irgendwo, entweder ist es einfach oder... Also Uhrenladen komme ich so rein, ohne Uhrzeit, aber ich kann nichts sehen, weil es dunkel ist. Ach du Scheiße. Kommst du in den Uhrenladen rein? Moment, ich bin immer noch bei dem Haus. Raves Uhrenladen? Da komme ich rein, ist aber dunkel. Geh mal runter, kannst du das? Ja, ich gehe runter. Da ist eine Lampe und ein... Ach du Schande. Ah! Ein Rätsel. Für, Rabe? Ein Bildschirm. Und daneben sind so Symbole, die ich irgendwie... Mach den mal... Ich glaube, das geht auf Zeit. Okay, wenn ich jetzt sage, mach die mal an. Ich glaube, wir müssen abwechselnd die Symbole hier eintippen. Also du siehst da bestimmt auch so ein Raben, Wolf, Mädchen und so, ne? Ja. Pass auf, dann machen wir die bei 3 an. Dann müsste ich das erste bekommen und du müsstest dann das nächste wahrscheinlich machen. Ja, aber muss ich das, was du hast, bei mir eintippen? So, warte mal. Ja, das müssen wir mal... Wir müssen es ausprobieren. Ja, nee, wir müssen wahrscheinlich beide das gleiche machen, oder? Okay, wir also, pass auf. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Rabe. Schlange. Von dir, glaube ich. Nee, du musst mir sagen, ich habe nichts. Ich habe nur 3 hier stehen. Ja, ich habe nur 3 Punkte. Nee, also erst zählt der runter, 3, 2, 1, dann zeigt er mir den Raben an. Dann, ja, sagst, aber dann wartet der auf deine Schlange und dann steht bei mir eine 3. Nein, nochmal, pass auf. Doch. Nein, ich verstehe es so. Ja, warte doch mal ab. Du kriegst das angezeigt, was ich drücken muss. Das heißt, du musst mir sagen, Rabe, den habe ich gedrückt. Und dann kam bei mir die Schlange, die musst du aber drücken, nicht ich. Verstehst du, damit das weitergeht? Nein, aber der hat den Raben ja angenommen, da ging oben Punkt an. Ja, weil ich ihn gedrückt habe. Nee, weil ich ihn gedrückt hatte. Pass auf, ich drück mal jetzt gar nichts. Pass auf, dann werden wir es ja sehen, was da passiert. Da passiert nämlich dann nichts. So, also, jetzt. Der zählt 3, 2, 1. Ich drück den Raben und muss auf dich warten jetzt. Ja, ich drück ihn nicht, weil ich habe ihn nicht angezeigt. Ich habe jetzt mal gedrückt und jetzt habe ich eine Schlange. Jetzt drück mal bitte die Schlange. Ja, jetzt kann ich nicht mehr, weil du zu lange gewartet hast. Hä? Also, ich habe jetzt nochmal angemacht. Rabe. Dann drücke ich jetzt hier die Schlange. Das nimmt der auch an. Jetzt steht hier eine 1. Was ist denn bei dir an erster Stelle oben? Bei mir ist jetzt... Ja, ist zu spät. Hä, bei mir zeigt der jetzt 5 an. Ja, weil der hat nämlich eine andere. Deswegen denke ich mal, 5 wird dieses Schloss sein, dass du das machen müsstest. Dass das so eine Telefontastatur ist oder so. Ich hätte jetzt sag gedacht, mir einfach die Nummer, die du hast. Und okay. Dann sag ich dir, was du drücken musst. Und wenn ich dir die Nummer sage, dann guckst du wie auf einer Telefontastatur. Bei mir ist jetzt 1 ist jetzt die Motte, 2 ist die Sanduhr, 3 ist die Schlange. Aber das ändert sich ja immer. Nur das müssen wir schnell machen. Ich habe angefangen jetzt.
Also, der Rabe ist ja immer das erste. Rabe, dann Schlange. Die Schlange von dir. 4. Ist eine Motte. 5. Ist Schloss. Ja. Jetzt habe ich hier -2. Ich habe jetzt nichts hier. Bei mir sind 3 Punkte. Was ist -2? Ja, ich habe versucht, dieses Bild daneben zu drücken, aber das was ist -2? Hat er anscheinend auch nicht angenommen. Aber das -2, das verwirrt mich jetzt irgendwie total. Kann man mal eine Anleitung kriegen? Nein. Also der fängt grundsätzlich mit dem Raben an. Dann die Schlange ist immer das zweite. Und dann macht er diese Dinger so random, habe ich bisher gemerkt. Mhm. Also dann kommen die Nummern auch. Dann kommen die Nummern dann. Die man dann gucken muss. Ja. Wobei deine -2 ist halt komisch gewesen. Ja, das ist irgendwie seltsam. Vielleicht heißt das, aber die musstest du ja sonst auch mit eingeben. Kann es vielleicht sein, dass wir erstmal woanders hingehen müssen, um dafür eine Erklärung zu kriegen oder einen Hinweis, wie du es machst? Ich denke mal, dass wir das auch so machen können. Und vielleicht sind wir einfach nur zu langsam. Ich meine, es ging ja gut, aber was hat diese 2 zu bedeuten? -2. Oder -2. Also ich habe jetzt versucht, das Symbol 2-mal zu klicken, aber das hat er nicht angenommen. Kann aber auch sein, weil du das nicht... Nein, kann es sein, von dem letzten Symbol 2 zurück? Also wenn deine Theorie jetzt stimmt mit dieser Tastatur... Also da war dieses Rädchen. Dieser Kreis mit diesen Bömpeln da dran. Genau. Und dann -2. Ja, das ich habe versucht, dieses Rad 2-mal zu drücken. Nee. Ich habe das aber nicht gewusst, dass das Rad damit da bei dir war. Oder man muss das Rad und dann nochmal 2 zurück. Aber das ist ja unlogisch, das kannst du dir noch nicht merken. Komm, lass uns nochmal anfangen. Lass uns nochmal eben anfangen und dann machen wir das nochmal, weil das wusste ich ja nicht, dass das Rad da drin war. Okay, ich hätte das also, Wolf, Schlüssel, okay, Mädchen, okay, also, gut. Ich mach nochmal an. Ich kann jetzt. So, Rabe, hallo, Schlange, 7. Nein, das ist zu schnell gewesen. Also du musst entweder sagen, jetzt, da muss ich dann auch drücken, oder wir machen 3, 2, 1. Weil deswegen so haben wir gesagt, jetzt fangen wir an. Ja, aber das Problem war, ich habe da noch nicht gedrückt, weil ich nicht da drauf war. So, jetzt bitte nochmal. Also jetzt. Kann ich anmachen. Ja, ich mache auch an. So einen Anfang kennst du jetzt schon auswendig. Rabe, ja. Schlange... Und dann geht's jetzt wie... 8 ist die Motte. Ja. 5. Dann müsst ihr jetzt eigentlich Schlüssel 5 ist der Schlüssel, bekommen. Ja. Wolf habe ich jetzt 2... Ach, warte mal, das ist doch immer das Gleiche, nur weil sich das dreht. Ja, so, jetzt habe ich den Wolf gedrückt, weil ich dachte, das wäre der Wolf. Warte mal, Rabe, Schlange. Ich schreibe mir das mal eben auf. Dann haben wir die Motte. Dann Motte, dann Schlüssel. Und dann Schlüsselloch. Aber was kommt dann? Ja, das... Also da war da dieser Wolfskopf und eine 2... Es könnte jetzt sein, dass das vielleicht die Sanduhr dann ist, dass du vom Wolf 2 nach links musst. Genau. Das könnten wir mal ausprobieren. Das, ja, pass auf, dann machen wir mal an. Ja. Hallo. Also, Rabe, Schlange, Motte, Potte. Schlüssel. Schlüsselloch, Schlange dann. +1 wäre die Sanduhr, genau. 7 hoch, sagt er mir irgendwie jetzt. Was ist 7 hoch? Also Sanduhr ist auf jeden Fall richtig, aber dann kamen diese drei Dinger. Ja, bei mir kam... Ja, 7 wäre ja die Schlange wieder. Ja, vielleicht hätten wir die nochmal machen müssen. Habe ich jetzt... Aber ich habe sie gedrückt, es ging nicht. Ja, ich wusste nicht, was ich drücken sollte. Nee. Nein, er hat 7 und dann Pfeil nach oben, vielleicht 7 und 1 drüber. Ach, dann wäre also, das Rädchen, warte mal, das schreibe ich mir mal eben auf, Rädchen. Ja, genau. Rädchen. Empfehlen uns ja nicht mehr viel. Also, nochmal. Und an. Los. Rabe. Schlange. Motte. Schlüsselloch. Schlüsselloch. Sanduhr. Rädchen. Dann die Leiter. Und da musst du sagen. Puppe.
Aber es Du fehlt noch meinst das was. Kind. Kind, Ja. Insekt? Welches Insekt? Ah! Die Motte? Ja, Schlüssel plus 3. 1, 2, 3. Schlange. Du Hä? musst du sagen, Ja, du ich musst war sagen. fertig, oder nicht? Nein, nein. Es geht noch. Moment, Leiter, Kind, Motte habe ich dann. Ja, und dann kam Motte plus 3. Nee, nee, Ach, da Schlüssel müssen wir plus 3. unten die ganze auch noch machen. Ich dachte, nur die obere. Ah, super. Nee, nee, das. Okay, ja gut. Also nicht gut, aber. Boah, das Ganze kann ich mir gar nicht mehr merken hier. Warte mal. Also Motte und dann hattest du gesagt Schlange. Ja. Ja? Ja, ich glaube schon. Also jetzt, du fragst mich jetzt Sachen hier. Gut. Gott. Gut, machen wir nochmal an. Und an. Also, Rabe, Rabe, Schlange, Schlange, Motte kam dann, glaube ich, Motte, Schlüsselloch, Schlüssel. Sanduhr, das Rädchen, die Leiter, das Kind, Rabe plus drei die als Kind. Motte. Die Die Motte. Schlange hattest du gesagt und jetzt Wolf. Jetzt musst Wolf. du. 4 hoch. Also über der 4. Der Rabe. Rabe, Rädchen. Hä? Ach Rechnen? so, scheiße, das war die Nein. Schlange. Ah. Nein! Also, Rabe, Schlange. Du sagst das dann an, ne? Ja, das ist gerade mein Problem. Wie dein Problem? Du musst das ansagen. Ich kann mir das nicht merken. Die Schlange. Okay. Oh Gott. Okay, also nochmal. Und Warte mal, warte mal. Da liegt mein Stift drüber. Nochmal an. an. Also Rabe, Schlange, Schlange. Motte, Motte, Schlüssel. Schlüsselloch, Sanduhr, Rädchen, Scheiße, 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 Ja, Leiter, Leiter, Puppe, Kind, Motte, Schlüssel Schlange, plus 1, Schlange. Wolf hatten wir eben noch, Feder, Feder, wo ist Feder? Was ist Rabe, Feder? ja, Rabe, Schlängeln, also wieder die Schlange. 5, 5, Schlüssel. Schlüsselloch, Schlange, nein, Nein! Schlange war es nicht. Was war denn, was ist da angezeigt bei dem Schlüssel? ja, Wo? das finde ich jetzt gerade, achso, das war die 6, warte mal, 8, Rädchen ist das gewesen, oh, scheiße, ja, das ist genau das, wo wir Okay. eben gehangen, nee, also wir hatten Nee, davor quasi wir waren noch nicht verhangen, so aber, weit. Das war ziemlich weit jetzt. ach, Es scheiße. fehlten noch 3 Finger oder so. Oh, ich musste aber echt mit dem Finger dran, weil das ist mittlerweile so eine lange Liste geworden. Oh. Okay, dann lass uns noch mal anmachen. Oh Gott, hoffentlich Okay, kriegen wir das heute doch irgendwie hin. Und und jetzt. an. So. Rabe, Rabe, Schlange, Schlange, wo ist Motte? Motte, Schlüssel, Schlüsselloch, Sanduhr, Sanduhr, zwei Rädchen, Rädchen, Leiter, Leiter, Puppe, also Kind. Motte, Motte, drei Schlange, Schlange, Wolf, Wolf. Schlüssel Rabe, plus 2, Rabe. Schlange, 5, Schlüssel. Schlüssel, genau, dann hatten wir das Was Rädchen, kommt jetzt? Was genau, kommt? Rädchen, na, nein! Ach, 2. Scheiße, ich habe es falsch gedrückt. Ja, du musst mir sagen, sag weiter. Ich Das bin ja war, beim zweiten, ja, letzten ich Mal. bin doch eh raus. Ach Mann, ich warte noch 2. Ich hab's geschafft sogar. Ich hätte jetzt random Ja, was es wäre gedrückt. das Rädchen gewesen. Ich habe auf die Leiter gedrückt, ich doof. Ich doof. Ich sag noch Rädchen und drück unter dem Rädchen auf die Leiter. Ja, super. Oh Mann. Es fehlen 2. Mann. Okay, nochmal. Und jetzt ist An. das eine Scheiße. Rabe, Rabe. Schlange, Schlange. Motte, Motte. Schlüsselloch, Schlüssel. Sanduhr. Sanduhr. Rädchen, Rädchen. Leiter, Leiter. 9 ist Kind, Kind.
Motte. Motte. Schlange. Schlange. Wolf. Was ist denn der? Rabe. Feder, Rabe. Schlange. Schlange. Fünf. Schlüsselloch. Dann das Rädchen. Und jetzt du? Schlängeln, Schlange. Schlange. Rabe. Wo ist der Rabe? Flucht, Flucht. Was ist Flucht? Schlüsselloch. Nein. Ja. Süden. Süden und Südosten steht bei mir markiert. Ja, das ist so an. Genau. Und bei dir? Nee, Nord. Nord, also zwischen Nord und Osten ist es genau. Also Nord- Nordosten und das. Hast du noch ein zweites? Beide. Nee, beide sind Nordosten. Beide Kreuze sind Nordosten. Nordosten, Nordosten, Süden, Südosten. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich war die, die als erste angefangen hat. Vielleicht muss man das dann als erstes nehmen. Oh Gott, warte mal. Das hat aber nichts mit den Dingern hier. Aber das bleibt an. Man kann ja immer wieder hingehen. Das bleibt ja an. Solange wir es nicht ausmachen. Also ich mach's nicht aus. Oben ist auch nochmal so ein Radio, ne? Was für ein Radio? Ja, oben ist Licht ja. Okay. Ah, wahrscheinlich sind da jetzt Hinweise wieder drin. Also höher kann ich nicht. Okay, du musst anfangen mit dem Satz diesmal. Drei Patienten aus dem Pflegeheim in Hillbrook sind mitten in der Nacht verschwunden. Okay. Oh. Mann. Die talentierte Emily Rowan ist aus der Schweiz zurück. Sie ist entschlossen, Ravens Uhren wieder zu eröffnen und zu neuem Glanz zu führen. Die Polizei sucht nach jemandem, der gestern Abend in der Nähe des Pflegeheims war. Sie bitten um Unterstützung, die vermissten Patienten zu finden. Okay. Der Wasserschaden des Postamts wurde repariert und alle Postfächer können wieder benutzt werden. Es ist bereits ein Brief in Postfach 34. Warte mal. 34, okay. 34 ist ein Brief drin. Das ist wahrscheinlich jetzt auch das Einzige, was wir wissen müssen, aber mach mal weiter. Ja, Moment. Der tragische Pflegeheimvorfall hat in unserem Ort alte Wunden aufgerissen. Wir hoffen, dass dieses Verschwinden nicht umgekehrt bleibt, wie die Fälle vor 5 Jahren. Die 5 schreibe ich mir auch mal auf. Mhm. Wir haben keine Information, wann der Zugverkehr in unserem Ort wieder aufgenommen wird. Der Bahnhof ist nun dauerhaft geschlossen. Wir werden hier nie wieder wegkommen. Clarissa Schaar, die großzügige Stifterin unseres neuen Uhrenturms, starb letzten Monat. Bei der Eröffnungsfeier nächste Woche werden wir ihren Ansehen gedenken. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen, aber ich schreibe mal letzten Monat auf. Hm. Und Eröffnungsfeier nächste Woche. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir noch mal so einen Kalender oder so. Allerdings, wir haben keine Zahl. Postfach 4. Die 5 weiß ich jetzt nicht mehr, was das genau war. Postfach war 34, oder? Ich bin 34, ja nicht 4. Also ich bin gerade in der Post und gehe mal auf das Postfach 34. Klickt mal da drauf. Ich habe gar kein Postfach mehr. Aber ich kann es nicht. Warte mal. Ah! Dafür brauche ich die diese Koordinaten. Ach du Scheiße, okay. Also sag mir nochmal deine, wo waren die genau? 5. Nee. 10 Punkte. Ich muss gleich was mit einem Telegramm verschicken. Schatz? Was denn? Sag mir nochmal die Himmelskoordinaten, die du eben hattest bei deiner Aufgabe. Ich habe ja, Zweimal Nordost. Zweimal Nordost, okay. Nee, das war ich ja, genau, aber deine. Ja, musst du ja reinmachen. Genau, habe ich schon. Und deine? Und dann noch Süden und Südost. Süden ist da und Südost müsste da sein. 34 war das, ja, oder 36? Das 34. Hä? Süden? Ah nee, warte mal. Und
Okay, ich habe es aufgemacht. Wenn man weiß, wo Westen und Osten ist, kann man das nämlich auch machen. Ja. So, ich habe hier einen Brief, Postamt, Telegramm. Es ist, als wäre ich so lange weg gewesen, aber in all der Zeit, in der ich weg war, kam es mir kurz vor, zu kurz, um meine Erfindung zu vollenden. Nun werden wir die längsten Leben haben, die es je gab, länger als du dir vorstellen kannst. Wenn du diese Nachricht wiederholt hast, zeige ich dir den Weg. Okay. Lies noch mal vor. Es ist, als wäre ich so lang weg gewesen, aber in all Ah, der warte, Zeit. warte, 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 warte. Ich brauche noch einen Zettel. Also, es ist, als wärst du lang weg Weg gewesen, gewesen. okay? Aber in all der Zeit, in der ich weg war, kam es mir kurz vor. Zu Kurz. kurz. Ich kann eigentlich direkt Punkt und Strich machen, ja? Zu kurz, Zu um meine kurz. Erfindung zu vollenden. Nun werden wir die längsten Leben Lang. haben, die es je gab. Länger, als du es dir vorstellen kannst. Lang. Wenn du diese Nachricht wiederholt hast, zeige ich dir den Weg. Also muss ich das zweimal eingeben wahrscheinlich. Das heißt einmal lang, kurz, kurz, lang, lang. Ach, da hat das erste lang nicht angenommen. Ja, geil. Ja, dann mach das mal weg hier. So, lang, kurz, kurz, lang. Lang. Das ist übrigens nicht SOS, weil SOS ist Ja. SSSOOOSSS. Das ist das Einzige, was ich mir immer merken konnte. Warst du schon mal in Seenot? Nein, aber ich habe das mal in irgendeinem Film früher gesehen und ehrlich gesagt, dann habe ich mir das so oft wiederholt, dass ich das mein Leben lang behalten habe. Vielleicht Ah, brauchen tut sich wir was? Ja, ganz ehrlich, Ja. ne? Warte mal, jetzt geht bei mir die Glühbirne, hat kurz gezuckt. Ah, jetzt geht sie an. Jetzt ist sie wieder aus. Jetzt ist sie wieder. Ach so, scheiße. Lang, lang, kurz. Und jetzt kann ich rausgehen. Das ist schlecht, weil ich nicht weiß, ob ich das jetzt. Hä? Ist das jetzt nochmal ein Morsecode oder was? Warte mal eben. So, jetzt fangen wir noch von vorne an. Kurz, lang. Kurz, kurz. Kurz, lang. 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 Kurz, lang, lang, kurz. Okay, keine Ahnung, was das jetzt wieder für ein Morsecode ist. Aber vielleicht musst du ja auch irgendwo was eingeben oder so, keine Ahnung.